Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Sei es durch Leben, sei es durch Tod, Gott allein sei Ehre. Christus ist Leben und Sterben Gewinn. Gott sei Ehre. Ich höre ja meinem Seelsorgerfreund sehr gerne zu und versuche zu lernen. Aber mit einer Sache bin ich noch nicht einig. Aber damit können wir beide umgehen. Wir haben sozusagen eine unterschiedliche Theologie, ein unterschiedliches Lebensverständnis. Und anscheinend habe ich aber auch mit einem Typen in der Bibel kein übereinstimmendes Lebensverständnis. Denn er sagt solche Sachen wie: Egal, was ich tue, ich habe immer Freude und das sollen andere auch an mir entdecken. Alle sollen an mir erkennen, dass das, wer ich bin, ich dem gekreuzigten Christus verdanke, indem ich allein mein Leben habe und sonst keines. Bemerkenswert. Hier wurde jemand anscheinend tief aufgenommen in ein neues Leben. Paulus heißt der Mensch und lebt im Jahre 10 nach Christi Geburt. Aber jetzt nur diesen Christus als Lebensinhalt? Er freut sich alle Wege, hat das Bewusstsein, also er denkt gar nicht darüber nach, jemals wieder ohne diesen Christus zu sein, ohne dieses lebendige Leben, dieses freudige Leben. Es trägt ihn sogar, während er sich beim Schiffbruch an einem Balken festhält. Auf jeden Fall kennt er gar nicht, außerhalb dieses Zentrums durch Christus in Christus zu leben. Und da trennen sich unsere theologischen Erkenntnisse. Das kann es doch so gar nicht geben, wie Paulus es beschreibt. Das ist doch lebensfremd. Freuen alle Wege. Gewissheit, dass weder Tod noch Leben ihn trennen kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. In Bedrängnis sein und doch ohne Angst. Nein, nein, nein. Das ist zu sonderbar. Stopp, stopp, stopp. Oder ist da etwas anderes, was ich spontan nicht aus seinen Schriften erkenne? Mensch, Paulus, wie würdest du das denn heute ausdrücken? Ich bin gerne auf der Erde, weil ich in Christus mit ihm hier bin. Kein Ruhm für meine Person weckt in mir ein Interesse. Es gibt nichts auf dieser Welt, was mich noch irgendwie beschäftigt, außer dass es meinen Mitmenschen so gut gehe wie mir selbst. Anders formuliert, denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Ich rühme mich des Herrn. Wenn aber im Fleischleben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht so richtig, was ich wählen soll. Mein Ruhm ist, ich habe wirklich den Herrn zum Herrn. Er ist mein Leben.